Moin Moin, Tag auch, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. Leseschatz. Mein heutiger Lesetipp fürs kommende Wochenende ist mal wieder ein Thriller. Kein wirklich neuer, denn es gab diesen schon mal in großformatigen Taschenbuch, jetzt neu halt im regulären Taschenbuch. Es ist ein Roman von Melanie Rabe und Melanie Rabe habe ich schon kennengelernt durch ihr Debütroman, den Krimi Die Falle. Dort ging es um eine erfolgreiche Schriftstellerin, die ihre Schwester ermordet vorfindet und den Mörder noch fliehen sieht, später diesen im Fernsehen sieht und ihm jetzt eine Falle stellt, indem sie einen Krimi schreibt mit dem Tatvorgang und ihn jetzt als Gesprächspartner für ein Interview einlädt. Toller, spannender, kammerspielartiger Krimi. Der Roman, den ich jetzt vorstellen möchte, ist Die Wahrheit, den es ja aber auch schon gab, wie gesagt, im großformatigen Taschenbuch, jetzt im regulären Taschenbuch. Erzählt die Geschichte einer Frau, die ihren Sohn alleine erzieht, denn ihr Mann ist auf Dienstreise verschollen. In Südamerika hat er eine Dienstreise gemacht und ist seitdem verschwunden. Sie hadert mit dem Leben, ist für ihren Sohn natürlich da und kann sich dem Leben nicht wirklich öffnen. Und als sie das dann doch eines Tages wieder versucht, beziehungsweise wieder das Akzeptieren lernen will, dass ihr Mann wahrscheinlich nicht wiederkommt, sie verändert ihre Frisur und sie will sich wieder mit Freunden treffen. Genau in diesem Moment passiert es, dass sie einen Anruf bekommt von Auswärtigem Amt, dass ihr Mann aufgetaucht sei und er wird zurückgeflogen und landet demnächst im Hamburger Flughafen. Der Mann hat eine Bitte ausgesprochen, sie möge bitte ohne den Sohn erstmal kommen. Sie fahren dorthin, sie nimmt ihren Sohn mit und während dieser Fahrt ist sie sehr aufgeregt und angespannt und wie so ein Mantra stellt sie sich vor immer wieder, wie sie ihn begrüßen wird. Und als das Flugzeug landet, hält sie Ausschau nach ihrem Mann und sie sieht ihn einfach nicht. Und als dann ein fremder Mann ihr als ihr Mann vorgestellt wird, bricht ihre Welt innerlich zusammen und sie spielt dann aber dieses vorgespielte, geprobte Mantra ab, was ihr zum Verhängnis wird, weil ihr später keiner mehr glauben wird, dass es ein Fremder ist, der sich jetzt bei ihr einlisten wird, der ihr noch zuraunt, sie solle bitte jetzt nichts Falsches machen, etc. Also es bleibt unglaublich spannend, weil man als Leser nie weiß, wer ist er, was will er und was ist wirklich damals vorgefallen, als er abgeflogen ist auf den Hamburger Flughafen. Also Die Wahrheit entpuppt sich als tolles, spannendes Spiel, was sich krimiartig liest, aber doch mehr Psychologisches offenbart. Und der Hinweis schon mal, Melanie Rabe war natürlich nicht untätig. Sie hat jetzt schon einen weiteren Roman geschrieben, Der Schatten, der erscheint in den kommenden Wochen. Den durfte ich auch schon lesen, dank Melanie Rabe und dank dem Verlag. Und ich denke mal, viele sagen, der dritte Roman wird immer die Entscheidung geben für einen Autor. Und ich glaube, das wird hier auch wieder der Fall sein. Die Falle fand ich unglaublich gut. Die Wahrheit hat mich sehr gut unterhalten und Der Schatten ist es aber, glaube ich, der alle weiteren in den Schatten stellen wird. Also mir hat er sehr gut gefallen. Mehr darf ich hier noch gar nicht sagen, kommt aber dann demnächst. Auch hier nochmal danke an Melanie für die tolle signierte Ausgabe. Also, ich wünsche spannende Unterhaltung. Bis bald, Hauke Harder von der Buchhandlung Schmidt bzw. Leseschatz. Tschüss!